Ja, sehr geehrte Damen und Herren, jetzt wird es spannend. Mir gegenüber sitzt Herr Thomas Holzbauer, Sprecher der Geschäftsführung von UI Lab. Und wir sprechen über das Thema Innovationsstrategie 2.0. Herr Holzbauer, wir haben für Sie 5 Thesen vorbereitet, die Sie bitte mit richtig oder falsch beantworten. Sie dürfen einen Satz zur Begründung Ihrer Antwort ergänzen. Sind Sie bereit? Ja. Die erste These lautet: Genies im Elfenbeinturm sind out. Innovationen entstehen künftig durch Schwarmintelligenz. Muss man mit einem klaren Jein beantworten? Es wird beides seine Berechtigung haben. Das fängt ja schon gut an, ja. Herr Holzbauer. Ich versuche es mit der zweiten These. Ja. Social Media taugt für die Ideensammlung, aber die echte Innovation und die Lösung der Probleme ist weiterhin Sache der Fachleute im Unternehmen. Richtig oder falsch? Ein klares Ja, richtig. Da brauchen Sie auch gar nicht mehr begründen, so klar ist die Sache hier. Okay, die dritte These. Die Deutschen sind viel offener, als man glaubt. Sie teilen gute Ideen gerne mit anderen. Ich halte die These für richtig. Und ich glaube, wir werden den Beweis bekommen über unser neues Programm. Vierte These. Der Fortschritt wird demokratisch. Der Kunde bestimmt mit, wie die Produkte aussehen. Richtig oder falsch? Richtig. Und das war schon immer so und wird immer so sein. Und unsere letzte These, unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung, also die der UI Lab GmbH, wird künftig schrumpfen, weil wir mehr Input von außen bekommen. Richtig oder falsch? Falsch, weil durch die Einbringen von neuen, mehr Ideen, breiteren Ideen, werden wir eher mehr Leute brauchen, die nachher in Produkte und in Produktionsmittel umsetzen. Das ist ja durchaus erfreulich, diese Antwort. Und damit kommen wir zum Ende, sehr geehrte Damen und Herren. Das war der Rote Couch Talk zum Thema Innovationsstrategie 2.0 von der SPS IPC Drive 2011. Lieber Herr Holzbauer, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns auf der Roten Couch zu Gast waren. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Wir wünschen Ihnen erfolgreiche Geschäfte. Dieses Gespräch und alle weiteren Rote Couch Gespräche finden Sie in Kürze auf dem YouTube-Kanal von Publish Industry. Und ich bin gespannt, ob Sie den Beweis antreten können, dass die Innovationsstrategie 2.0 erfolgreich sein wird. Vielen Dank nochmal, Herr Holzbauer. Herzlichen Dank, Herr Christoph.